Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zu Lilianas Lied. Ja, wir sitzen im Kerker fest, nachdem Marjolaine uns verraten hat und auch schwer verletzt hat mit dem Dolch. Und während wir da so unten liegen und weinen, kommt von da oben eine Stimme, die uns, ja, sagt, dass wir ausbrechen sollen und uns ein Päckchen runtergeschmissen hat. Hier, kleiner Rucksack, den gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Da haben wir ein Messer und einen Eisenschlüssel, dann rüsten wir uns gleich mal aus. Wie ihr seht, haben wir keine anderen Sachen mehr, ist alles weg. Ich bin mal sehr gespannt, ich hoffe, dass wir das wiederbekommen. Und dann können wir jetzt noch skillen, dann machen wir die Geschicklichkeit noch ein bisschen höher und ja. Dann machen wir den Duellanten. Dann, was können wir machen? Mal gucken. Stehlen, meisterhafte Stehlen. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Stehlerei soll. Manipulieren wir mal ein bisschen. Komm, wir manipulieren ein bisschen. So, und dann brauchen wir irgendetwas. So langsam noch ein bisschen hier. Skill für das Schwert. Unruhe. Okay. Wunderbar. Also, wir sind verraten worden, wir sind verletzt worden, wir sind vergewaltigt worden und wir wurden von einer mysteriösen weiblichen Stimme jetzt quasi gerettet oder zumindest mal in die Chance. Ich will es tun. Ja, in die Chance. Wir haben jetzt also eine Chance, uns, wie soll ich sagen, die Chance, uns zu befreien, liegt nicht, das können wir nicht nehmen. Okay, dann laufen wir erstmal hier rein. Kommen wir da irgendwie weiter? Fallgitter. Natürlich. Kann nicht geknackt werden. Ja, das war völlig klar. Dann gehen wir mal hier rein. Sketch. Oh, da ist Sketch. Sehr schön. So. Und natürlich Feinde. So, dann machen wir jetzt doch erstmal hier. Oh, scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung, scheiße sagt man nicht. Ich weiß, ich habe nämlich nur einen. Oh, oh, oh. Komm her, komm. Ich habe nämlich nur einen und das ist nur ein Dolch und deswegen kann ich diese Skills, die ich habe, die auf zwei Waffen aus sind, die kann ich nicht benutzen. Gott sei Dank sind die hier nicht ganz so. Komm, komm, mach weiter, Liliana, weil ich habe nämlich kein. Uah. Komm, schnell. Ja, komm, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ach, Gott sei Dank. Der war gut, der hat gesessen. So. Ich bin euch wirklich dankbar, Mädchen. Aha. Drei Taktikfelder erhalten. Wer sind die da? Okay, wir skillen erstmal. Kann ich jetzt skillen, aber derzeit nicht möglich. Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier zu dieser Truhe. In der Hoffnung, dass wir die aufkriegen. Weil wenn wir Glück haben, ist da unser Zeug drin. Ah, Gott sei Dank. Wunderbar. Dann machen wir erstmal eine Ausrüstung. So, was haben wir denn hier? Jetzt nehmen wir den Beutelschneider. Und endlich haben wir hier. So, rüsten wir auch aus. Sketch Doppelschrift. Sketch, komm. Wer bist denn du? Müssen wir nachher gucken, ob du ein. Das weiß ich nämlich nicht, ob er ein. Na, sag mir. Ein Schurke oder ein. Ja. Sexverteidigung. Sehr schön, her damit. Oder was auch immer ist. Die Gnade 1 Magie. Komm. So. Siegel. Bist du ein. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Oh, jetzt machen wir erstmal halt. Halt, 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 halt. Wir geben dem jetzt einfach hier das Ding. So, Siljas, komm. Du kriegst jetzt, Siljas, du kriegst jetzt einfach mal. Wir vermuten, dass du hier. Komm, Dolch geben wir dir vorsichtshalber auch noch. Es kann ja nicht schaden. Na, Rüstung haben wir keine für dich. Dann geben wir dir die Silberkordel und den Ring des Kriegers. So. Jetzt sollen wir mal gucken, was hier Sache ist. Ich denke, ich schmeiß mal eine kleine Brandbombe. Das heißt, warte mal, Siljas, lauf du mal ein Stück nach hinten, damit ich euch nicht. So. Ja. So, und jetzt kommt erstmal die Brandbombe für die Herren. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Das war keine gute Idee. Also gut, dann nehmen wir erstmal den schwachen Rundumschlag. So. Dann müssen wir es doch anders machen. Damit geht's offensichtlich nicht. So, komm. Oh, jetzt habe ich wieder die falsche Waffe. Ich wollte doch. So, komm. Und. Yes, da haben wir sie.
Wunderbar. Mein Name ist Silas. Silas, hallo. Ich stehe doppelt in eurer Schuld, vor allem, wenn ihr gegen Rayleigh seid. Ich bin gegen niemanden. Ich will einfach nur hier raus. Genau. Liliana? So, ich bin am Ende, Sketch. Du bist ein... Alles klar. Du bist ein... Tada! Ein Krieger. Ein Krieger. Champion. Krieger. Bogenschießen, Waffe und Schild. Komm, nachher geben wir dir bestimmt irgendwann Waffe und Schild. Ups, ups, ups. So. Silas. Und jetzt noch unseren Sketch. Willenskraft. Komm, geben wir dir noch ein bisschen Magie. Arkaner Krieger, Geistheiler, Formwandler. Na komm, dann geben wir dir den Arkanen Krieger. So, lass gucken. Kampfmagie anhaltend. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Ah, komm, wir machen hier die telekinetischen Waffen. Genau. So, Sketch, mach mal die telekinetischen Waffen an. Danke dir. Sehr, sehr schön. Silas, hast du jetzt irgendwas? Was kannst du da? Aktiviert, Kriegsschrei. Bedrohen? Mach mal schön bedrohen. Genau. Das ist anhaltend. So, okay. Dann, was ist das hier für ein Hebel? Die Kurbel nehmen wir jetzt einfach mal. Ich vermute mal, dass da dann dieses Tor hochgeht, weil wir müssen ja jetzt raus hier. Jetzt müssen wir bloß noch unseren Zwerg... Ja, wunderbar. Na, lass uns mal gucken. Wir sehen natürlich nicht viel. Dann laufen wir jetzt trotzdem mal hier weiter. Da kommen wir her. So, dann gehen wir hier einfach mal weiter gucken. Da ist noch eine. Immer diese Tore. Ja, blöd, irgendwo, ne? Muss doch ein Hebel sein. Genau, dann gehen wir hier mal rein. Wie viele Kerkerwaffen haben wir hier? Oh, viele, viele, viele. Viele, viele, viele haben wir da. So, komm. Und los. Oh, da hinten ist... Oh, ein Mabari. Oh, ich bin tot. Oh, oh, oh. So, dann wollen wir mal gucken. Silas, der ist im Gefängnis. Der Sketch, der kann gerade nicht viel machen. Mabari... Oh oh. So, Sketch, du musst uns retten. Ja, steh auf. Ah, warte mal. Wiederbelebung. Steh auf. Komm, 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 Wiederbelebung, wo bin ich? Wo liegt Liliana? Wo liegt sie denn? Da ist der Silas. Wo hat's denn Liliana gelegt? Zum Kuckuck aber auch. Eine Runde Wiederbelebung. Silas. Komm, dann machen wir halt den Silas. Wiederbelebung. Komm. Na, blöde. Komm, Sketch. Wo liegt denn? Da liegen sie alle beide. Na, wenn wir Glück haben, kriegen wir beide auf einmal. So, und... Gruppenheilung? Sehr, sehr schön. Okay, Chi. So. Dann greife ich dich mal an. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Das ist gar nicht gut. Kein Mana mehr. Komm, dann nimm du mal Lyriumtrank. Oh, Leute. Das ist... schwerer als ich dachte. So, dann nimmst du Lyrium. Liliana nimmt eine Verletzungsausrüstung. Genau. So. Dieser blöde Mabari. Komm auf. Hau einfach drauf und jetzt nimmst du einen Rundumschlag. Sketch, du gehst bitte mal hier auf den Magier. So, der Mabari. Oh, ich hasse diese Mabaris, wenn sie nicht auf meiner Seite stehen. Sind die echt übel? So, jetzt haben wir sie. Komm, komm, komm. Magier.
Los, komm, auf geht's. Auf, alles auf ihn. Alle auf ihn. Los, 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 los. Yes, okay. Puh. Das war jetzt nicht ohne. Muss ich sagen. So, was hast du Schönes für uns, Magier? Private Dokumente und Kohle. So. Habt ihr irgendwas für mich? Nee. Dann gehen wir hier mal rumgucken. Ah, das kennen wir doch. Ah, Waffengestell. Sehr schön. Oh. Oh no. Oh nein. Oh, Tag. Nein. Oh mein Gott. Tag? Oh nee, komm. Das war sie. Sie und ihr Monster. Dafür werden sie büßen. Oh Mann. So. Tags Schneide. Tja, in Gedenken an Tag. In Gedenken an Tag. Da gucken wir doch mal, was müssen wir da machen, Liliana. Das Lied in Gedenken an Tag. Du hast Tags Waffe gefunden. Vielleicht kann sie ja einer deiner derzeitigen Begleiter gebrauchen. Dann können wir doch mal gucken, ob der gute Silas das kann. Großschwert. Questgegenstand, wo seid ihr denn? Hm. Tja, wo ist er denn? So, Langschwert? Ist nicht so gut. Ist auch nicht so gut. Hm. Gut, also. Da können wir eigentlich gar nichts verbessern. Lass mal gucken. Wo ist denn Tags Schneide? Hier. Geschenk. Ah. Das müssen wir auch noch benutzen hier. Wir schenken es jetzt mal dem Silas. Ich habe keine Ahnung, ob der was damit anfangen kann, aber... Nee, warte mal. Komm mal her. Tags Schneide. Wo ist sie denn nun? Was mache ich denn hier schon wieder? Ja, okay. Ausrüsten. Komm, jetzt rüstet man halt aus damit. Okay. Gut. Das nenne ich mal eine Waffe. Ja, das ist fein. Sie hat einem guten Freund gehört. Ja, einen sehr guten Freund. Er würde wollen, dass sie benutzt wird. So, dann ist vertraust ihm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen soll. Woher soll ich es denn auch wissen, Leute? Woher soll ich es denn wissen? Ich habe echt keine Ahnung, ob wir dem vertrauen können, dem Tag. Ne, dem Silas. Ne, da geht's weiter. Okay, da ist noch eine Tür. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Naja, wir finden nichts Schönes. Wir finden in erster Linie Feinde. Komm, 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 komm. Ja. Und los geht's. Hau schön rein. Hau schön rein. So, die Hammer. Dann nehmen wir jetzt dich. Komm, komm. Juhu. Da ist noch... Oh, da sind noch ein paar. So. Sind sie alle hinüber? Da hat's Rüstung. Dann können wir dem Silas vielleicht endlich eine Rüstung geben. Ja, Mantel des Kerntrupps. Aha, okay. Silas, Mantel des Kerntrupps. Schwere Rüstung. Oh. Naja, also er ist ein bisschen noch nackig, ne? Aber ist egal. Besser als das, was wir bislang hatten, allemal. Schwere Rüstung. Der Mann kann das ab. Dann haben wir hier eine Truhe. Nehmen wir mit. Komm. Ah, oh, Fähigkeit unzureichend. Das ist doch wirklich schade. Schild des Templerkommandanten. So, das geben wir jetzt dem Silas. Zeig dich. Na, wunderbar. Irgendwann kriegst du auch Schuh, Silas, da bin ich ganz sicher. So, ich denke, dass wir spielen, bis wir hier draußen sind. Da war jetzt kein Hebel, ne? Also da ist der nächste Hebel. Und da sind natürlich auch Feinde. Armbrustschütze. Kerkerwaffe. Jetzt wechsle ich mal hier. Kurz und... Natürlich. Komm, festhaltender Schuss. Oh, oh, oh. Ich sehe es schon. Das sind doch mehr, als ich dachte.
So, dann komm mal her. Silas, wo bist du? Oh, der liegt schon wieder da. Also mach mal deine eisige Umarmung fertig. So, und jetzt? Machst du die Bombe? Gut. Und Hals? Ja. Da gegen diese Mabari hat man wirklich kaum eine Chance. Sehe ich schon. Blöde Viecher. Oh Mann. Komm, 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 komm. Und los, komm. Ja, komm, komm, komm. Also noch ist die Figur nicht aus dem Spiel. Tack. Lyrium-Trank. So. Komm, 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 wandelnde Bombe. Oh, no, no, no. Das ist nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Los, komm. So. Mal gucken, ob wir es schaffen. Nee, du überwältigst mich nicht. Ich sag's dir. Doch, sie überwältigt mich. Aber alles klar. Oh, doch geschafft. Da sind noch zwei. Dann nehmen wir jetzt halt nochmal einen Trank. Und versuchen die irgendwie... Können wir was mit der Brandbombe machen? Das war nicht schlecht. Haben wir denn noch... Oh, wir haben noch Wundumschläge. Okay. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. So, komm und... Nimm mal einen Wundumschlag. Wir wollen ja überleben. So. Und dann ist da noch einer. Dich machen wir mit der Frostbombe an. Komm. Komm. So. Schön weitermachen. Und jetzt auf geht's. Liliana, gib's ihm. Gib's ihm. Los, gib's ihm. Aha, wir haben ihn. Juhu. Niemand sonst wird euch retten. Ja. Folgt mir, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Verabredung. Liliana ist eine coole. So, da haben wir Gefangene. Ich habe dafür gebetet, Rayleigh zu entkommen. Ich danke euch. Frei? Ja, frei. Ihr seid eine tugendhafte... Ich bin tugendhafte? Na, ich bin mir Seele. Nicht sicher. So, Silas kann mehr angezogen werden. Der hat schon ordentlich jetzt hier... meine Güte. Schwere Kettenrüstungshandschuh. Stiefel. Na, also siehst du, es wird doch. Eiserner Ring. Hm. Er ist schon ein bisschen sehr verletzt. Kommt das Mädel, sprechen wir auch noch an. Ihr seid wundervoll, Mädchen. Ich danke euch. Gerne, gerne, gerne. Wenn ihr raus wollt. Niemand sonst wird euch retten. Ja, und die Kurbel. So, und jetzt gucken wir noch ganz schnell, wo wir hinkommen. Da gibt es nichts mehr. Ja. Geht's jetzt da lang? Das ist mal eine gute Frage. Ach was, Leute, das wird viel zu lange. Da sind ja noch, ich weiß nicht, wie viele Türen. Deswegen belassen wir das jetzt heute einfach dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Ausbruch. Tschüss!